Frau Dr. Fischer, ganz herzlichen Dank für die wohlwollende Begrüßung. Sie haben es geschafft, nicht einen Nachruf zu machen jetzt, sondern Sie haben sich kurz gefasst. Danke auch sehr herzlich dafür. Ich muss mir so viele Nachrufe anhören vor Vorträgen. Das ist ja wunderbar. Wenn Sie Reliquien sammeln, können Sie natürlich auch nachher ein Autogramm in das Buch hinein haben. Wie demokratisch kann die Kirche sein, ist das wunderbare Thema. Ein sehr spannendes Thema. Und ich beginne gleich mit einem Schlüsselergebnis aus der Studie, die da veröffentlicht worden ist in dem kleineren Buch Eine epochale Reformchance zur Synodalisierung der katholischen Kirche, auch mit dem Untertitel Ist das vielleicht eine Zerreißprobe für die katholische Kirche, was ja auch der Fall sein kann. Und wir haben in dieser Studie eine Frage gestellt, die angefügt ist an das, was diese Forscherin aus Amerika, Sherry Arnstein, Letter of Participation, untersucht hat. Es ist schon älter, das Modul, aber wir konnten es implementieren in die Umfrage. Und es geht hier um eine Stufenleiter der Beteiligung, Ladder of Participation. Und sie sagt, da beginnt es ganz unten mit der Instrumentalisierung, das heißt Nullbeteiligung eigentlich, geht weiter zur Anweisung, zur Information, zur Anhörung, zur Beratung, Mitbestimmung, Entscheidungskompetenz, Entscheidungsmacht und dann ganz oben Selbstorganisation. Das ist eigentlich logisch. Und Sie sehen ein Crescendo, ein Anwachsen dieser Teilhabe oder Partizipation. Beachten Sie im Logo des synodalen Weges, das Sie vorher einleitend ja gesehen haben, steht unten Mission, Gemeinschaft, Partizipation als eines der Grundanliegen des Papstes für den synodalen Weg. Nun, wir haben uns erkundigt jetzt bei den Beteiligten. Die Beteiligten kamen aus aller Welt, aus allen Religionen, also nicht nur Europa, sondern auch Lateinamerika, Ost- und Westeuropa, Schwerpunkt natürlich Europa. Und wir haben da diese Frage gestellt, wie nehmen nun die Befragten die Teilhabemöglichkeiten wahr? Und wir haben vier Fragen nebeneinander gestellt. Erstens im beruflichen Bereich, also dort, wo ich selber arbeite, wo ich Erfahrungen habe im profanen Bereich. Und dann haben wir die drei großen christlichen Kirchen abgefragt. Also die orthodoxe Kirche, dann die protestantische Schwesternkirche und dann die eigene römisch-katholische Kirche. Wir wollten wissen, wie die Leute sagen, so sieht es aus mit der Partizipation. Und hier bekommen Sie schon gleich das Ergebnis für den beruflichen Bereich. Natürlich, Selbstorganisation ist selten, obwohl es heute Projekte gibt, wenn ich dran denke, wie in den Niederlanden Pflege organisiert wird. Dann gibt es kleine Gruppen, die sich selbst organisieren und die das am besten personennahe machen können. Ja? Das wäre auch eine super Organisationsform für unsere katholische Kirche. Und Sie sagen, das ist das menschennächste und zielführendste, die Selbstorganisation, weil die Leute oft viel klüger sind als die Bürokraten. Frau Ministerialrat nickt. Aber ich habe nicht Sie gemeint jetzt, Frau Ministerialrätin nickt, aber nicht Sie gemeint. Ich schneide Sie nachher wieder raus, diese Passage. Sie können sicher sein. Ich schneide den Vortrag übrigens mit, nur zu Ihrer Information. Und wenn er gelingt, setze ich ihn auch auf meine Homepage, dass Sie nachhören können oder jemand anderen, den Sie infizieren wollen mit meinen guten Aussagen, dass Sie es weitergeben können. Also die Partizipation im profanen Bereich ist eigentlich stark, finde ich. Wir leben in einer Kultur,
die wir demokratisch nennen, wozu den Grundlagen Beteiligung gehört. In organisierter Weise natürlich. Ja. Man kann nicht immer alle fragen, aber in einer repräsentativen Demokratie kann man sehr viel Beteiligung machen, und moderne Demokratien haben ja viele Instrumente zusätzlicher Beteiligung zur Wahl. Und nun schauen wir uns die orthodoxe Kirche an. Da können Sie jetzt gütig sein, weil da ist die Anzahl der Befragten vielleicht nicht so groß, vielleicht ist auch die Kenntnis der orthodoxen Kirche nicht so gut, wie wir uns das ökumenisch vorstellen würden. Obwohl ich Ihnen garantieren kann, ich habe 10 Studenten in der St. Tigon-Universität in Moskau, die leiden zurzeit alle heftig unter diesem Krieg. Die sitzen im gleichen Forschungsseminar online jetzt im nächsten Monat mit den Lemberger Studenten. Ich bin sehr gespannt, wie diese Insel des Friedens, sage ich immer, funktionieren wird. Weil wir sind eine Insel des Friedens, die wir den Dialog halten. Die orthodoxe Kirche, das weiß ich aus vielen Seminaren, die ich in Moskau selber gehalten habe, ist sehr konzentriert auf den Klerus, ist eine Priesterkirche, wenn Sie das so haben wollen. Ist eine Kirche wie unsere im Mittelalter ungefähr, von der Grundstruktur her. Aber sie ist viel synodaler als unsere katholische Kirche. Das ist wieder die andere Seite. Die Frage ist nur, wie das funktioniert. Also hier haben Sie eine kleine Randanmerkung zur orthodoxen Kirche. Da müsste man heute ja viel sagen über das Zusammenspiel zwischen Kyrill und Putin und warum der Kyrill das eigentlich macht, was er macht. Und er hat ja auch im Evangelium gelesen, dass der Krieg gegen Gott ist, zumindest im Neuen Testament, dass die Friedensstifter selig gepriesen werden und nicht die Kriegsführenden. Also er müsste das eigentlich als Patriarch wissen, wenn man das so sagt. Aber ich verstehe ihn auch wieder, weil immer mein Anliegen, verstehe den Gegner gut, der dir theologisch ein Gegner ist. Und ich habe den Eindruck, der möchte, dass es die Ukraine nicht gibt. Und das ist kirchenrechtlich für die Orthodoxie sehr logisch, weil die Orthodoxie sagt, alle Menschen, die im Land leben, gehören zu unserer Kirche. Also gehören alle, die in Russland leben, zur russisch-orthodoxen Kirche. Und jetzt ist die Ukraine selbstständig. Jetzt hat er keinen Zugriff mehr auf die Russen in der Ukraine oder auf die Ukrainer selber. Und wenn er es schafft, mit Putin zusammen die Ukraine auszulöschen als Staat, gehört ihm wieder die gesamte Ukraine als kanonisches Territorium. So ist das Fachwort für das. Und ich denke, die ukrainische Kirche hat ja versucht, selber ein kanonisches Territorium zu machen. Es gibt eine eigene ukrainische Kirche, dann gibt es noch eine zweite dazu. Also wir sehen das durcheinander. Der Bartholomäus hat die anerkannt und seitdem beten die Russen nicht mehr für den Griechen. Eine klassische Form der Kirchenspaltung in der Orthodoxie. Können Sie denn Kyrill ein bisschen verstehen und sein Leiden? Das Gründungskloster der russisch-orthodoxen Kirche liegt in Kiew. Dort war die Bekehrung der Russ, deswegen Russland dann nachher. Und ich kann das verstehen, das wäre so, wie wenn der Vatikan in Brandenburg liegen würde. Also es ist ein bisschen schwierig für die russisch-orthodoxe Kirche. Ich sage nur, verstehen lernen heißt ja nicht gutheißen. Versteht ihr das? Also das ist jetzt die orthodoxe Kirche. Hat uns einen kleinen Ausflug gegeben in die aktuelle Lage. Und dann schauen wir uns die evangelische Kirche an. Und es fällt Ihnen, denke ich, auf den ersten Blick auf, diese hohe Parallelität der beiden Kurven. Das heißt, die Kirchen der Reformation, ich spreche jetzt schon im Plural, da sind die Zwinglianer dabei, die Calvinisten dabei, also alle Kirchen zusammen, die Hussiten, die haben am Beginn der Neuzeit unglaublich viel Beteiligung des Kirchenvolkes in die Wege geleitet. Sie haben eine Synode in ihrer Kirchenverfassung. Natürlich gibt es auch ein Bischofsamt für die Entscheidungen und die müssen auch Acht geben, das Amt wie immer in allen christlichen Kirchen, dass die Gesamtkirche in der Spur des Evangeliums bleibt. Nehmen Sie diese Kurzdefinition des kirchlichen Amtes mit. Und das ist ein Luxus, den wir haben, dass wir jemanden haftbar machen dafür,
dass die Kirche dem Evangelium treu bleibt. Und darum ist es auch so in der evangelischen Kirche, dass sie darauf nicht verzichtet haben. Aber sie haben eine sehr starke Beteiligung, ein hohes Maß an Partizipation, was ihnen das Leben auch schwer macht. Ja? Erinnern Sie sich, dass Sie vor Covid noch gerade auf einer gesamtösterreichischen Synode diskutiert haben, ob man in der evangelischen Kirche homosexuelle Paare segnen kann in der Kirche. Das hat sie gespalten und sie konnten keine gemeinsame Abstimmung erzielen. Jetzt kann jeder Pfarrer mit seiner eigenen Gemeinde darüber abstimmen und verfügen, aber er muss abstimmen mit seinen Leuten, ob das in der Einzelgemeinde dann geht. Verstehen Sie, er muss fragen, er kann nicht alleine entscheiden über die Köpfe der Menschen hinweg. Sind Sie jetzt sehr gespannt schon auf die katholische Kurve? Und sie macht nicht Freude. Ja? Das ist die Einschätzung der Menschen. Das ist nicht eine objektive Analyse, sondern so sehen Menschen, die wir fragen, die Kirche. Und Sie können sicher sein, das waren qualifizierte Leute, weil ungefähr 2/3 der Beteiligten an der Umfrage Akademiker waren. Was ja die Umfrage nicht repräsentativ macht. Keine Online-Umfrage ist repräsentativ. Aber es ist aussagekräftig, weil es gescheite Leute waren, die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben und die sagen nun, also dominant in der Kirche ist, der Klerus teilt den Leuten mit, was läuft. Und Mitbeteiligung ist weit unten, wenn Sie das anschauen. Und die Frage ist, was macht das eigentlich, wenn da so eine Kluft ist bei qualifizierter Partizipation, etwa bei der Mitbestimmung. Ja? Ich habe auch einmal eine Pfarrgemeinderatsumfrage gemacht, da sagen die Leute, ich mache schon mit, aber nicht mehr um jeden Preis. Ja? Wenn wir beraten und dann geht der Pfarrer nach Hause und macht, was er will, dann sagen die Leute unserer Kultur, mache ich nicht mehr. Das ist mir zu blöd, schade um meine Zeit, da kann ich zu Hause was Besseres tun, kann ich mich bei einer NGO engagieren, dort wird nämlich gefragt, dort wird Beteiligung gepflegt. Also ich denke schon, wir müssen Acht geben, was macht diese kognitive Dissonanz? Das ist ein sehr schönes sozialpsychologisches Wort. Heißt, da gibt es eine Kluft, wo die Menschen in eine innere Spannung versetzt werden. So, und was machen Leute mit dieser kognitiven Dissonanz? Das ist gut untersucht in der Forschung. Gerhard Schmidtchen hat das schon 1976 in einer deutschen Studie für die Bischofskonferenz analysiert. Was entsteht, wenn eine kognitive Dissonanz zwischen den Werten der Welt und den Werten der Kirche besteht? Ja? Was machen die Leute dann damit? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da gibt es Leute, die erleiden ein kulturelles Martyrium. Ich zum Beispiel. Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie sich noch nicht haben vertreiben lassen aus der Kirche. Ich finde das super, dass Sie bleiben, verstehen Sie recht, aber wir leiden wie Hunde in dieser Sozialform der Kirche. Und die Frage ist, die nächste Frage oder die nächste Reaktionsmöglichkeit ist Rückzug aus dem kirchlichen Raum. Viele gehen heute einfach und sie können gehen, weil sie nicht mehr aus Schicksal zur katholischen Kirche gehören, wie das früher der Fall war. Wer damals unter den nachreformatorischen Herrschern in Österreich nicht katholisch war, der wurde ins Jenseits oder ins Ausland ausgewiesen. Das war die einzige Chance, die er hatte. Also waren wir alle katholisch. Und das ist bis in die Kultur hineingegangen, hat sich überliefert. Man lässt immer noch Kinder taufen, weithin, aber immer abnehmender. Und da sage ich als Drittes die innere Kündigung, die fürchte ich übrigens am meisten. Dass hauptamtliche Menschen, Pfarrer, Pastoralassistenten, Gemeindereferenten, Ehrenamtliche, so sehr unter dieser Spannung leiden, dass sie sagen, ich mache meinen Job, aber mit dem Herzen bin ich nicht dabei. Sie kennen das Phänomen der inneren Kündigung. Es ist für eine Organisation eine Katastrophe, wenn das führende Personal innerlich kündigt. Also das würde ich viel höher noch und gefährlicher ansetzen, als wenn Leute weggehen, verstehen Sie? Die sind wenigstens durchsichtig. Die anderen sind ganz versteckt in der Kirche, haben innerlich gekündigt und engagieren sich eigentlich nur noch nach Vorschrift. Und dann sagt aber Papst Franziskus, wir könnten schauen, dass wir die Irritationen abbauen.
Und dazu macht er einen synodalen Weg und sagt, sagt uns doch, Leute, was wir verändern müssen, damit es in der Kirche ein bisschen komfortabler für euch zugeht. Er setzt für dieses Programm aber nicht Demokratisierung, sondern, wie Sie gehört und gelesen haben, Synodalisierung. Warum? Und viele sagen, was ist der Unterschied zwischen Synodalisierung und Demokratisierung? Und das zwingt uns natürlich heute Nachmittag auch genau zu fragen, was ist eigentlich Synodalisierung? Ich sage Ihnen gleich einen ganz scharfen Satz. Ich glaube, dass Synodalisierung noch mehr ist als Demokratisierung. Und ich möchte Ihnen das nachher erklären. Ist noch anspruchsvoller. Demokratisierung wäre noch das Leichtere, würde ich sagen. Das viel Schwierigere ist eine wirkliche Synodalisierung und die wollen wir kennenlernen. Also es geht wirklich um die Frage, um in dieser Gesellschaft affin zu sein und den Leuten den Druck zu nehmen. Können wir demokratischer werden als Kirche? Und diese Frage hat zwei Dimensionen. Das lernen wir natürlich auch heute Nachmittag sehr klar auseinanderzuhalten. Das eine ist der jetzt bisher beschriebene pastoral-soziologische Zugang, ist ein empirischer Zugang. Ich messe kognitive Dissonanz und schlage der Kirchenleitung vor, damit die Leute leichter mitmachen können, damit sie mehr Heimatgefühl haben, sich besser als Zeitgenossen zu Hause fühlen. Demokratisiert ein bisschen die Kirche. Dann tun sich viele Leute leichter, wenn sie mehr sich beteiligen können, wenn es eine stärkere Form der Partizipation gibt. Aber mir reicht diese Dimension nicht aus. Viel stärker und kraftvoller ist nicht die opportunistische Frage, was tut der Kirche gut, damit die Leute nicht davonlaufen, sondern es ist viel schwieriger zu fragen, muss die Kirche nicht demokratischer werden, aus ihrem eigenen Selbstverständnis heraus, aus theologischen Gründen? Braucht sie nicht mehr Partizipation, als wir in der derzeitigen Kirchengestalt leben? Das ist die gefährlichere Frage, sage ich. Ja? Weil die ist jetzt theologisch. Und wenn die Kirche eigentlich ja etwas lernen müsste, jetzt in dieser Richtung mehr Partizipation zu haben, und sie tut es nicht, dann verrät sie ihre Gründungsurkunden. Dann wird sie schuldig am Evangelium. Verstehen Sie den Unterschied? Das eine Mal macht es den Leuten schwer, das andere Mal wird sie schuldig am Verrat des Evangeliums. Und darum ist die theologische Frage in meinen Augen die viel dramatischere. Ja? Jetzt gebe ich Ihnen noch schnell den Überblick über das, was Sie erwartet. Ich habe so vier kleine Module für Sie vorbereitet. Ich hoffe, man versteht mich erstens hinten gut. Sie können das möglicherweise auch lesen, wenn Sie ganz hinten sitzen. Wenn nicht, muss ich Ihnen die Bibel zitieren, selig, die nicht sehen und doch glauben. Ja. Oder Sie gehen nach vorne, es sind vorne noch ein paar Plätze frei, wenn Sie vielleicht schlechte Augen haben. Ganz hinten unter den Gobelins zu sitzen, ist zwar viel schöner, aber man könnte nach vorne gehen. Also erster Teil, ich will mit der Theologie anfangen, über das Ursprungsereignis reden. Wir müssen uns in den biblischen Texten vergewissern, was ist eigentlich eine synodale Kirche. Ja? Das mache ich mit Ihnen jetzt danach. Dann zweitens, wir wollen das theologisch dann bedenken und sagen, die Jesusbewegung ist in ihrem Wesen synodal. Und jetzt bin ich sehr optimistisch und die Historiker werden mir sofort recht geben, dass die Kirche die Demokratie hervorgebracht hat und nicht umgekehrt. Der Dominikanerorden, der Herr Kardinal nebenan, wird das jetzt mit Vergnügen hören, wenn er zuhören würde. Aber der Dominikanerorden hatte wesentlich mehr Partizipation als die damaligen politischen Gefüge. Das heißt, man konnte von der Kirche Demokratie lernen. Und das dritte Juwel ist, was ist aber dann mit dieser synodalen Kirche des Anfangs passiert im Laufe der Geschichte? Das machen wir sehr schnell, einen pastoralgeschichtlichen Durchgang durch sogenannte Kirchengestalten. Kirchengestalten. Und das sollte allen, die jetzt am synodalen Weg teilnehmen, egal wo, eine gute Entlastung darstellen.
Es geht nicht um das Eingemachte der Kirche, sondern um die Veränderung der Gestalt des Evangeliums in der heutigen Zeit. Und das ist nicht dogmatisiert, mit wenigen Eckpunkten, über die wir ja gar nicht reden müssen. Und dann schließlich noch ein paar Anmerkungen zur Praxis der Synodalität heute. Was folgt für das alltägliche Tun? Ich beginne also mit dem ersten Teil, das Ursprungsereignis der Jesusbewegung. Und ich mache hier eine kleine biblische Meditation mit Ihnen zusammen, mit der absoluten Sicherheit, dass Sie sich dieses Bild lange merken werden. Und es ist eine biblische Erzählung, die uns erklärt, was ist eine synodale Kirche. Mit einem biblischen Text zu beginnen, das ist auch so interessant, mit einer Karikatur für Papst Franziskus, der ja sehr bibelfest ist. Sie sehen ihn, er sitzt in einem Fauteuil und liest in der Bibel und dahinter zwei typische Kardinäle, sagt der eine zum anderen, Mist, wenn er darin liest, wird er gefährlich. Das war immer schon so, dass das Gefährlichste für die Kirche das eigene Evangelium gewesen ist. Und darum sagte der Papst Franziskus mit Blick auf seinen Namensgeber, dessen Fest wir ja gestern gefeiert haben, Franz von Assisi, Vangelo senza glossa, also das Evangelium ohne Randanmerkungen und dogmatischen und moraltheologischen Überbau. Ja, glaube ich, das kann man schon in Verantwortung vor den theologischen Kursen so formulieren. Ja. Wir haben da viel dazugefügt nachher. Und der Martin Luther schon und der Franziskus, die sagen immer, schau doch mehr wieder hinein in die Gründungsurkunden und lerne von dort für die Gestaltung des kirchlichen Lebens. Und das ist nun eines meiner Lieblingsbilder. Manche kennen das hoffentlich schon, aber meditieren Sie es wieder hinein in Ihr Herz und es wird nicht langweilig werden, weil es einen anderen Akzent bekommt jetzt in dieser Deutung. Codex Echternach, Luxemburg, Trier an der Grenze, ein aufgelöstes Benediktinerkloster. Und Französische Revolution hat das geschlossen. Der Kodex wurde in Teile zerlegt. Mich freut das immer, dass dieses eine Blatt in der Bibliothek Royale in Brüssel liegt, zu Füßen der Europäischen Union. Wir könnten dort auch ein bisschen was abschauen. Und ich lese den Text, der dazu gehört, gemalt von einem Buchmaler, Benediktinerpater. Der Text ist sehr vertraut, als Jesus vom Berg herabstieg, folgten ihm viele Menschen. Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Und im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein. Und Jesus sagte zu ihm, nimm dich in Acht, erzähl niemand davon und geh zum Meldeamt, du gehörst wieder dazu. Punkt. Das waren die Priester, musste ein Opfer darbringen. Das war die offizielle Wiederaufnahme in die Volksgemeinschaft, rituell, mit einem Opfer im Tempel. Nun, wir schauen uns der Reihe nach diese Gestalten an. Also wir beginnen mal ganz oben beim Berg. Und beachten Sie, das gesamte Ereignis, das für das Jesus steht, die Bewegung, die er auslöst, hat einen eindeutigen Beginn, nämlich am Berg oben. Am Berg, der Symbol Gottes ist. Das heißt, Jesus taucht zunächst nächtens ein in das Geheimnis, das er Vater nennt. Liebevoll, aber nennt. Und als es dann Tag wird, dann geht er runter und geht an die Ränder des Bildes, an die Ränder der Gesellschaft, an den Rand des Lebens. Und da muss man einfach wissen, exegetisch jetzt, sind ja sehr begabte Leute wieder herinnen, was die Exegese betrifft, aber es ist schon klar, die Aussätzigen zählte man damals zu den Toten. Sozialtote, das gab es damals schon. Auch heute haben wir unter uns Leute, die dement werden und die tot sind, bevor sie sterben. Sozial tot sind. Weil das Leben ja in der Kommunikation auch wesentlicherweise besteht und nicht nur in Luft atmen. Wenn Sie die Insel Reichenau einmal besuchen, ein sehr lohnender Ausflug, dann werden Sie dort eine Kirche St. Georg zu Obernzell finden.
Da sind auf der linken Seite alle Wunderheilungen, nein, alle Totenerweckungen eingetragen. Und die Heilung des Aussätzigen ist die letzte in der Reihe. Das heißt, wir haben es hier mit einer Totenerweckung zu tun. Warum konnte man den Aussätzigen zu den Toten zählen? Ich mache das jetzt ganz kurz, aber möchte Ihnen dieses Geschenk auch mitgeben, dass Sie mal fragen, was macht denn Leben aus? Und wann sagt einer, das ist kein Leben mehr? Und da spielen heute auch bei der Situation des Aussätzigen drei Erfahrungen eine ganz wichtige Rolle. Das erste, er hatte niemanden, der ihn angesehen hat. Es durfte keine Begegnung geben, damals aus medizinischen Gründen. Aber fragen Sie sich einmal, was ist ein Leben ohne Begegnung? Und wenn der Martin Buber geschrieben hat, alles wirkliche Leben entstammt der Begegnung, dann begreifen wir das. Und wie sehr für den Menschen es wichtig ist, dass mich jemand anschaut, das können Sie auf der Stelle überprüfen, indem Sie jetzt in Ihr eigenes Gesicht schauen. Das können Sie nämlich nicht. Das kann niemand. Das heißt, wir sind so sehr angewiesen auf die Face-to-Face-Beziehung, sagen wir. Auf das Vis-à-vis, die Visage des anderen. Auf die Beziehung, auf die Bezogenheit. Und wir sagen bis in die hohe Theologie des dreifaltigen Gottes hinein. Auch er ist Relatio zwischen Vater, Sohn und Geist. Der göttliche Tanz macht das Leben Gottes aus. Das ist Richard Rohr, wenn Sie den verehren, so wie ich, dann gibt es ein tolles Buch, The Divine Dance von Richard Rohr. Ein sehr lesenswertes Buch im Anschluss an Thomas Merton und andere Mystiker der heutigen Zeit. Also Jesus geht herunter zum Aussätzigen und der ist in einer Situation, wo er kein Ansehen hat, wo er nichts machen kann, das ist das Zweite. Und ein Leben in völliger Ohnmacht ist kein Leben. Und das Dritte, er gehört nicht mehr dazu. Auch das ist entscheidend für seine Situation. Und wir in der deutschen Sprache, und unsere Sprache ist außerordentlich sensibel, die nennt daher diese Menschen hinausversetzt, aussatzt. Wir definieren die Krankheit sozial und nicht medizinisch. Das ist auch ganz wichtig. Und wenn jetzt Leute da drunter unter uns sind, die irgendwas in der Pfarrgemeinde zu tun haben, prüfen Sie mal all das, was Sie tun. Was passiert in der Begegnung mit den Menschen mit diesen drei Erfahrungen? Einen Namen zu haben, ermächtigt zu werden, und das Gefühl zu bekommen, dazuzugehören. Das macht Leben aus. Und das müsste die Kirche den Menschen schenken und nicht Katechismen und gedruckte Bücher. Versteht ihr? Denn der eigentliche Katechismus ist diese Art der Begegnung, die wir Gott abschauen. Und wenn Sie jetzt auf Jesus schauen, das ist die dritte zentrale Gestalt, zunächst einmal auf die linke Hand, auch typisch, der Buchmaler steht nicht im Matthäus-Evangelium, aber er drückt ihm die Gesetzesrolle in die Hand. Einerseits bricht Jesus das damalig geltende Gesetz, auch wichtig. Kann oft sein, dass man im Namen Gottes ein Gesetz brechen muss, ein staatliches, ein menschliches und so, versteht ihr das? Und auf der anderen Seite bringt er jetzt das Gesetz Gottes. Was ist Gottes Gesetz? Und da lese ich gerne Psalm 33. Seines Herzens Sinnen waltet von Geschlecht zu Geschlecht, sie den Toten zu entreißen und sie zu nähren in ihrem Hunger nach Leben. Der Psalm der Herz-Jesu-Verehrung der Tiroler. Ich habe dort 8 Jahre bei den Rahners studiert. Das war denen ein wichtiger Text. Ja? Dieses Zurück. Holen des Menschen aus dem Tod in das Leben. Und Sie wissen schon, welches Wort dafür steht in den biblischen Texten. Das heißt Auferstehung. Und das heißt, jetzt verstehe ich das auch wieder, warum der Künstler in der Reichenau, St. Georg zu Obernzell, diese Heilung des Aussätzigen unter die Totenerweckungen, da passiert eine kleine Auferstehung. Und das können Sie auch wieder checken mit Ihrer Pastoral, die Sie machen vor Ort. Atmen die Leute auf. Haben Sie das Gefühl, dass kleine Auferstehungen in Ihrem Leben passieren?
dass sie ein bisschen mehr Zuversicht haben als Angst in dieser schwierigen Zeit, in der wir heute leben. Das sind Lesehilfe, ob wir den Job richtig machen in der Art Jesu und ihm nachfolgen. Also Jesus geht auf den Aussätzigen zu und gibt ihm, was ihm fehlt. Schauen Sie das auch nochmal an. Die Füße sind ja auch eine eigene Predigt. Jesus hat kein Büro, ja? Kein Pfarrbüro. Er geht zu den Menschen direkt. Und wir haben zurzeit Strukturreformen, wo das immer schwieriger wird, dass wir bei den Menschen sind. Wir sind immer mehr in den Büros und planen, strukturieren um und machen alles Mögliche. Nur haben wir keine Zeit mehr für diese kleine Auferweckungspastoral, die wir ja machen könnten. Und nun, es ist völlig klar, man kann Jesus das sofort abschauen, was er macht. Erstens, er schaut den an, der Künstler, wie der das Gesicht Jesu lebendig malt. Sie können im Deutschen sehr komprimiert sagen, dem Unansehnlichen gibt er Ansehen. Sie können es nicht besser sagen. Dem Unansehnlichen, schauen Sie sich an, wie der Künstler ihn verwundet und mit Lepra gemalt hat, dem Unansehnlichen aussetzen, dem gibt er Ansehen, weil er ihn anschaut. Und das ist Leben. Das bringt ihn zum Leben zurück. Der Zweite, er streckt die Hand aus und berührt ihn. Der Matthäus hat überhaupt kein naturwissenschaftliches Interesse, wie das geschehen ist, dass der vom Aussatz rein wird. Dem ist wichtiger, was mit ihm sozial passiert. Und das ist eben das Dritte. Geh zum Priester, also zur Meldebehörde. Lass dir sagen, du bist wieder ein volles Mitglied deiner Gemeinschaft. Der Aussatz ist geheilt, nämlich auch der soziale Aussatz. Und wenn Sie Amoris Laetitia gelesen haben, das hat der Herr Kardinal sehr gut eingeleitet, dass er sagt, das Hauptinteresse des Papstes heißt Integration und nicht Exkommunikation. Wissen Sie, was das heißt für die Sakramentenpastoral? Hereinholen des Menschen und nicht hinausversetzen aus der Gemeinschaft. Das ist die Grundbewegung des ganzen Handelns Jesu, die Menschen hereinzuholen in seine Gemeinschaft, mit ihm und untereinander. Darum sagt ja auch das Konzil, das wir gerade 60 Jahre zelebrieren, die Kirche ist das Zeichen dieser Einheit, untereinander und mit Gott, also Zusammenbringen der Menschen. Also das ist, was Jesus macht, er gibt dem Menschen, was ihm fehlt, und er macht eine kleine Auferstehung sozusagen. Und dann haben wir jetzt hinter Jesus diese zwei Gestalten. Das ist theologisch astrein, was dazu zu sehen ist. Erstens, es sind zwei symbolisch gemalte Männer. Die Frauen entschuldigen jetzt, dass es Männer sind, aber es sind ja nicht Gender-Männer jetzt, sondern das sind Symbolgestalten für Recht und Liebe. Das Recht ist der Petrus, die Liebe ist der Johannes. Wenn Sie die Traditionen der Buchmalerei kennen, dann hat die Frauenfrage hier keinen Platz. Die ist wichtig für die Kirche. Die ist zu lösen, und zwar möglichst dringend, bis zur Ordination der Frauen. Aber es spielt hier keine Rolle, ist nicht das Thema. Sondern es sind diese zwei, die die Kirche symbolisieren. Und nur beide zusammen, das Recht und das Erbarmen, ergeben die Gesamtkomposition des Handelns der Kirche. Lesen Sie ein bisschen Franziskus. Wenn er sagt, steigerst du die oder treibst du das Recht auf die Spitze, gib das Recht allzu leicht ins Unrecht. Da hat er bei den Römern gelernt. Summum jus, summa injuria. Also treib das Recht nur auf die Spitze. Dann hast du Recht und bist erbarmungslos. Aber Gott steht nicht für das auf die Spitze getriebene Recht, da würden wir alle versagen vor Gott. Er steht für das Erbarmen zu allen Menschen. Und dann schauen Sie sich wieder die Füße an. Man kann wirklich lernen, was Kirche ist, weil die gehen in der Spur Jesu. Das heißt jetzt auf Deutsch, sie folgen nach. Nachfolge Jesu ist das Kernprogramm spiritueller Art dieser Jesusbewegung. Geh in seiner Spur. Das ist das Erste. Also von Gott herab, hinunter zu den Aussätzigen an den Rändern. Und der Papst sagt, eine Kirche, die nicht an die Ränder geht, sondern nur um sich selber kreist, ist krank. Also er sagt, folgt mir auf diesem Weg von Gott hin zu den Menschen
und bringt ihnen das Gesetz Gottes, aber nicht durch Worte, sondern durch Handeln. Und dann ist ja auch sehr schön, wie der Buchmaler die Nachahmung abbildet. Das beginnt schon bei den Farben der Kleider, dass die Kleider Jesu auf diese zwei verteilt sind, wenn Sie das ein bisschen meditieren. Und dann vor allem das Sensationelle an dem Bild, was ich so sehr liebe für die praktische Theologie in generell. Der Petrus schaut auf seine Hand. Hand, Handeln, Praxis, praktische Theologie. Also hier haben Sie sozusagen im Nusskernformat, im Nussschalenformat, haben Sie, was ist praktische Theologie? Und es geht um das Handeln dieser Nachfolgegemeinschaft. Und dieses Handeln, so sagt ja der Petrus mit seiner Hand, die er anschaut und sagt, was mache ich jetzt mit meiner Hand? Und es ist völlig klar, du musst Jesus auf die Finger schauen, an ihm Maß nehmen und genauso handeln. Er ist der Maßgebliche für das Handeln der Kirche. Und ich denke, das ist jetzt ein gutes Bild der synodalen Kirche. Das sind Menschen, die nachfolgen, Jesus auf die Finger schauen und handeln wie er. Und das ist mit völliger Gleichheit gesagt. Das trifft jede und jeden, die getauft sind. Darum sagt ja auch später das Konzil, aufgrund der Taufe herrscht unter allen Gläubigen, vera viget equitas quod dignitatem et actionem. Es herrscht eine wahrhafte Gleichheit an Würde und Berufung. Und alle alten Diskriminierungen sind vorbei, die zwischen Juden und Griechen, die zwischen Sklaven und Frei und Männer und Frauen. Die Kirche hat unglaublich lang gebraucht, bis sie das kapiert hat. Die ersten Juden und Griechen bis zum Apostelkonzil, bis ins 17. Jahrhundert herauf zum Bartolomé de las Casas, die Sklavenfreiheit. Und an der dritten arbeiten wir gerade noch dran. Die haben wir immer noch nicht behoben, diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Kirche. Denn ihr seid alle einer geworden, eins und gleichwertig an Würde und Berufung in diesem Jesus, dem Auferstandenen. Jesus, dem Auferstandenen und nicht dem Tischler von Nazareth. Ich sage das auch dazu, weil Ordinierte repräsentieren nicht den Tischler von Nazareth, sondern den Auferstandenen Christus, der jenseits ist von Mann und Frau. Versteht ihr das? Weil dann tut man sich auch mit der Frauenordination theologisch natürlich viel leichter, als wenn man dauernd insistiert, ja, die repräsentieren den Mann aus Nazareth, sage ich, aber hast wirklich schlecht Theologie studiert. Ja. Katastrophal ist eigentlich eine Häresie im Grunde genommen amtstheologischer Art. Aber sie wird von vielen verbreitet, bis auf Lehrstühlen an der katholisch-theologischen Fakultät. Das ist möglich, weil man ja eigentlich nicht will, dass Frauen ordiniert werden. Und jetzt ist einem jedes schlechte Argument recht. Und das ist schade drum für die Theologie, weil sie sich selber ein bisschen lächerlich macht. Also Nachfolgegemeinschaft. Der Petrus, der auf seine Hand schaut. Und dann schauen wir ganz am Schluss noch auf die Zeitgenossen dahinter. Das sind wir, die damaligen Leute, die das Bild angeschaut haben. Die konnten ja nicht lesen. Und jetzt musste der Prediger bildlich predigen. Und er sagt, passt auf, ich zeichne euch in das Bild hinein. Und die Aufforderung ist schon klar, fang auch du jetzt an. Vielleicht anfangen könntest du, indem du als Aussätziger dich heilen lässt und dann beginnst, hinter Jesus vom Berg herabzugehen zu den Menschen. Diese Doppelerfahrung, die wir als gläubige Menschen, als Mitglieder der Jesusbewegung machen, dass wir der Heilung bedürfen, um heilsam zu werden für andere. Ich glaube, dass der verwundete Arzt, der selber Heilung erlebt hat, ein ganz wichtiger Topos in der Mystik, dass das der bessere Seelsorger ist. Einer, der weiß, was Krankheit und Tod ist, ist der wesentlich bessere Seelsorger, würde uns die Bibel lehren. Also das ist meines Erachtens eine gute Darstellung der synodalen Kirche, und ich will jetzt nur noch schnell extemporieren, aber ganz schnell, weil wir dazu nicht so viel Zeit haben. Heute betrifft dieses am Rand sein nicht nur einzelne Menschen, sondern möglicherweise ist die gesamte Welt bereits am Rand des Abgrunds. Und wenn Sie das anschauen, diese großen Herausforderungen der Welt, der Krieg, die Klimafrage,
die unglaublich angesprungene Migration, mehr als 100 Millionen der Menschheit sind auf der Flucht zurzeit, darunter 40% Kinder. Das ist alles grausig, wenn man das so sagt. Dann die neue soziale Frage, die vielleicht mit der Digitalisierung kommt. Ich denke schon, dass das Herausforderungen sind, wo wir uns als Kirche noch viel mehr hineinknien müssen, als wir das derzeit tun. Und ich habe so manchmal den Eindruck, wir sind schon so sehr beschäftigt mit unserer Selbstreorganisation, dass mein pastoraltheologischer Worst Case wäre, die Kirche ist durchreformiert, Priester können heiraten, Frauen werden ordiniert, wir haben eine super Sexualkultur, noch viel besser als die evangelischen und so. Wir haben das alles. Ja? Aber die Welt geht unter. Das ist mein Super-GAU. Und ich denke, wir tragen dazu bei, dass wir zurzeit mit uns selber die Energien binden. Schauen Sie den deutschen synodalen Weg an, auch der österreichische synodalen Weg. Ich habe im Protokoll von Maria Zell gelesen, dass ganz am Schluss noch zwei Sätze waren und sagen, alle synodalen Eingaben sind nur Selbstbeschäftigung der Kirche und niemand hat sich mit der Welt befasst. Vielleicht am Rande ein bisschen die katholische Aktion. Aber es spielt keine Rolle. Wir kreisen um uns, aber nicht um die Welt. Ich wollte das nur einblenden hier, weil es gibt dazu auch einen internationalen Aufruf. Vielleicht haben den manche schon wahrgenommen. Religionen, Hoffnung für eine taumelnde Welt. Gehen Sie auf meine Homepage. Dort finden Sie das unter Projekte. Müssen Sie das einfach anschauen. Wenn man das zusammenfassen kann, dann will ich nur ein Zitat von Klaus Hämmerle Ihnen schenken, der mal gesagt hat, wir Christen sind nicht auf der Welt so sehr, um in den Himmel zu kommen, das überlässt der Gott, alle zu retten am Ende, sondern wir sind auf der Welt, dass der Himmel jetzt schon zu uns kommt auf die Erde. Das Reich Gottes hat das Jesus genannt. Und das ist die Mission der Kirche. Das steht auch im synodalen Weg unten drinnen. Mission, Gemeinschaft, Partizipation. Und bevor wir von der Partizipation reden, müssen wir von der Mission reden, damit wir wissen, woran wir uns denn beteiligen sollen. Und dass es da eine Gemeinschaft gibt, die sich gemeinsam beteiligt. Ich halte dieses Zitat sehr schön, weil ich habe als Kind noch gelernt, wozu bist du auf der Erde, im kleinen Katechismus, der heute noch von manchen Gruppen vertreten wird als der einzig wahre Katechismus. Da war die Frage drin, müssen wir auswendig lernen, wozu sind wir auf Erden? Dann steht dort drinnen, um Gott zu erkennen und zu lieben, das ist ja noch okay, und so in den Himmel zu kommen. Wir waren so eine Organisation zur Evacuation from a terrible world. Ja? Das heißt, Richard Rohr habe ich jetzt zitiert. Dass wir evakuiert werden, möglichst unbeschädigt in die andere Welt. Aber das ist nicht Kirche. Kirche ist, dass es auf der Erde gibt, ein Reich der Wahrheit, des Lebens, der Heiligkeit, der Gnade, ein Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Das ist unser Job. Dafür sind wir Kirche, um das Hereinkommen aus der Zukunft dieses doch ausstehenden Reiches Gottes in die jetzige Weltzeit daran mitzuarbeiten. Also wir arbeiten nicht aus der Vergangenheit in die Zukunft, sondern wir holen die Zukunft herein, die in der Auferstehung Jesu schon vollendet ist. Wie der Karl Rahner mir dann einmal ganz stolz gesagt hat, in dem kleinen Büchlein zur Theologie der Seelsorge heute, denn du kommst unserem Tun mit deiner Gnade zuvor, ist immer ein absolut lesenswertes Buch. Zu seinem 80er haben wir das gemacht. Und dann sagt er, ich habe das hineingebracht in Gaudium et Spes und Lumen Gentium, wir, die wir wahrhaft am Ende der Zeiten leben. Kirche ist eschatologisch, lebt wie nach der Auferstehung. Das macht die Kirche aus und das macht unsere Kraft aus. Also sozusagen bis hierher eine Theologie unserer Mission. Und gibt es derzeit, frage ich mich, nicht eine wirklich fatale Kirchenimplosion? So nenne ich diese Selbstbeschäftigung. Implosion. Man fällt in sich hinein und hat mit dem, was in der Welt um uns sich tut, nur peripher zu tun. Also das ist jetzt dann dieser Aufruf, den können Sie finden auf meiner Homepage. Ich weiß jetzt nicht, wie ich Ihnen das sonst noch vermitteln kann. Vielleicht kann man Ihnen ein E-Mail schicken mit all diesen Informationen, wenn mir Ingrid die E-Mail-Adressen von der heutigen Veranstaltung zukommen lässt. Nun, die Jesusbewegung ist hier im Wesen synodal. Jetzt machen wir schnell ein paar Begriffe. Wir sagen, die Kirche ist immer hierarchisch. Muss sie das sein? Aber was heißt hierarchisch?
Und hierarchisch kann natürlich ein Herrschaftsbegriff sein oder ein Ursprungsbegriff. Ich sage immer, natürlich ist die Kirche hierarchisch heiligen Ursprungs. Heiligen Ursprungs. Hieros, Arche, heißt heiliger Ursprung, ist kein Herrschaftsbegriff. Ist keine Überordnung und Unterordnung. Hierarchie heißt nicht, dass aus der Ordination der einen die Subordination der anderen folgt. Ich neige eher dazu zu sagen, menschlich gesprochen ist die Kirche eine Anarchie. Da gibt es keine Herrschaft von Menschen über Menschen. Und wo immer das versucht wird, von Klerikern zum Beispiel, kann man das mit Papst Franziskus als Klerikalismus geißeln, als Missbrauch der heiligen Vollmacht für die Unterdrückung von anderen. Und dann theokratisch sind wir als Kirche. Oder wie der Paulus immer sagt, Jesus ist der Herr. Ja? Christian Bauer von Innsbruck hat unlängst in Fein Schwarz geschrieben, vielleicht sollten wir das Wort auch kyriokratisch verwenden. Ein gutes Wort. Das Sagen hat Gott, und ich habe da ein sehr schönes Bild gefunden, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Das ist die eritreisch-orthodoxe Christengemeinde hier in Wien, und die haben sich zur Liturgie versammelt. Schauen Sie sich das an. Da stehen Frauen und Männer, weiß gekleidet. Das sind, ihr habt Christus angezogen, das weiße Kleid, das wir bei der Taufe überreichen. Die tragen das in Gottesdienst. Die sind noch ganz nahe in ihrer liturgischen Tradition. Und schauen Sie, was sie in die Mitte tragen. Und sie sagen in ihrer stolzen Tradition, uns ist die Tora am Beginn überreicht worden. Und genauso in Israel, wenn sie Israel versammelt hatten, dann saßen sie heute, würden wir sagen, alle im Stuhlkreis. Und in der Mitte stand die Bundeslade. Oder wie der Christian Bauer sagt, auch eine Tradition bis in die Kunst hinein. Es ist immer ein Stuhl, der leer bleibt. Ja? Und das ist der Stuhl Gottes in der Kirche. Und der darf nicht durch Menschen besetzt werden. Durch keinen Priester, durch keinen Papst. Niemand darf sich dorthin setzen. Damit klar bleibt, Jesus ist der Herr. Oder wir sind Gottes Volk, wie wir ja auch so stolz sagen und haben dann so viel zu tun, um das vergessen zu machen und nur noch das Volk zu organisieren. Also die Kirche ist so gesehen tatsächlich keine Demokratie. Nehmen Sie das heute allglatt mit. Ich stehe nicht dafür, dass die Kirche Demokratie ist und der Papst sagt das auch, wo er kann. Wir sind keine Demokratie. Und er hat natürlich golden Recht. Wir sind einfach keine Demokratie. Aber heißt das jetzt schon, wenn wir geführt sind durch den Geist des Auferstandenen, der allen gegeben ist, dass es dann nicht doch Formen der Partizipation braucht, die man als demokratische Elemente in der Kirche beschreiben kann? Das wäre mein sprachlicher Vorschlag für unsere demokratischen Kulturen. Wir machen keine Demokratie aus der Kirche, keinen Verein von religiös Bedürftigen, die dann darüber abstimmen, wie wir das alles haben möchten, was uns halt gefällt. Wissen Sie, was dann passieren würde? Dann würden wir uns sehr schnell aus einem unpassenden Gott einen uns passenden Gott machen. Das ist die harte Kritik von Johann Baptist Metz gewesen über das bürgerlich gewordene Christentum. Das Bequeme, so wie wir es auch in Wien praktizieren, wie der Qualtinger gesagt hat, wir sind zwar gläubig, aber nicht so absolut. Also das wäre schade drum, wenn uns diese innere Kraft verloren ginge. Aber nichtsdestoweniger als diese Theokratie können wir und brauchen wir Formen des Miteinanders und des Hinhörens aufeinander, des gemeinsamen Beratens und des gemeinsamen Entscheidens. Und das muss jetzt ein bisschen näher dargelegt werden, warum wir das brauchen. Vielleicht ist da auch typisch, dieser eine Satz, ich muss noch mal kurz zurückgehen, ja, wird geführt durch den Geist der Auferstandenen und dann haben Sie in der Mitte drinnen 1 Korinther 7, 12. Das ist der Schlüsseltext jetzt für die kommenden Überlegungen. Jedem ist die Offenbarung des Geistes gegeben, damit sie allen nützt. Der Paulus sagt, Gottes Geist leitet, es ist der Geist des Auferstandenen Christus, leitet seine Kirche. Aber wie macht er das? Und er macht das durch seinen Heiligen Geist. Und jetzt sagt aber der Paulus, dieser Geist ist allen gegeben und nicht nur den Klerikern.
Und wenn Sie das begriffen haben, dann haben Sie alles begriffen, was wir jetzt mit Synodalisierung der Kirche meinen. Weil die Kirchenleitung auch nur erfahren kann, was Gottes Geist für die Kirche von heute in dieser Welt, was er ihr zumutet, indem sie auf den Geist hört, der allen gegeben ist. Sind das der Schlüssel für die Synodalisierung? Und wenn Sie dem Papst jetzt wirklich ehrlich und gut zuhören, dann sagt er, alles bei der Synodalisierung beginnt mit einem absichtslosen Hinhören auf den Heiligen Geist. Jede und jeder fängt damit an. Und das Verrückte daran ist, dass jeder dann sagt, der andere, der anders denkt, der vom Opus Dei und der von Loreto und so, sage ich jetzt einmal, weil ich nicht auf dieser Position einmal stehe. Aber die haben auch Gottes Geist, muss ich sagen, theologisch. Sehen Sie? Das heißt, die haben auch etwas beizutragen im synodalen Prozess, wohin Gott seine Kirche heute führt. Und daher beginnt alle Synodalisierung mit diesem Hinhören auf Gottes Geist. Und das muss man sehr gut herauskriegen, was Gottes Geist für die Kirche heute vorhat. Ich mache schnell ein pastoralgeschichtliches Zwischenspiel. Geht das ein bisschen temporeich jetzt, weil ich bin mit der Zeit schon ziemlich weit vorangekommen, aber ich möchte, und das war mein Selbstanspruch, ich will Ihnen das so erklären, dass Sie es gar nicht missverstehen können. Also dieses Ereignis hat sich institutionalisiert. Wir haben noch in Erinnerung, Galaterbrief, nicht mehr Juden und Griechen, sklavenfreie Männer und Frauen. Wir haben drinnen, dass alle eine gleiche Würde haben. Ja? Und was ist da draus geworden? Und dann sagen wir, dieses Ereignis des Anfangs, dieses Miteinandergehen, dieses Miteinander ein Anhänger der Lehre des Weges zu sein, wie Paulus das gesagt hat, damals noch Saulus, der hat die Anhänger der Lehre des Weges verfolgt. Was ist daraus geworden? Und um das zu verstehen, machen wir ganz kurz drei Begriffe, die mir auch wichtig sind und ohne die wir das nicht verstehen. Zunächst das Ereignis, davon haben wir die ganze Zeit jetzt gesprochen. Jesus kommt vom Berg, geht zum Aussätzigen, die Bewegung, die er auslöst, wo er Jünger sammelt, damit das Reich Gottes auch nach seiner Auferstehung in die Welt kommen kann, indem sie seine Aufgabe, seine Mission weiterführen. Nun, dieses Ereignis hat sich institutionalisiert und ich möchte Ihnen einen wirklich wohlwollenden Begriff von Institution heute vermitteln. Weil ich höre immer wieder, ja, Jesus schon, aber Institution, nein. Und das ist ein blanker Nonsens. Warum? Wenn Sie Gehlen studieren, Luckmann studieren, alle anderen studieren, was ist eine Institution in der vornehmen Soziologie heute? Und die kürzeste Beschreibung ist, eine Institution ist der Aufstand gegen das Vergessen. Ich habe keine bessere Definition. Der Aufstand gegen das Vergessen. Und wir wüssten alle, wie wir hier sitzen. Nichts vom Evangelium. Wäre das nicht aufgeschrieben worden, also in den Büchern institutionalisiert worden? Institutionalisiert, weil wir dann ja auch gesagt haben, die sind unantastbar, die Bücher. Und das ist vielleicht eines der kühnsten Taten, die der Luther gemacht hat, dass er ein Buch herausgeschossen hat aus dem Neuen Testament, den Jakobusbrief, weil er ihm nicht gepasst hat und weil er ihn vielleicht exegetisch noch nicht ausreichend kapiert hatte. Muss man heute sagen, weil wir heute darüber nicht mehr streiten in der ökumenischen Theologie. Wegen Glaube und Werken. Sie kennen diese Auseinandersetzung. Wir wüssten nicht, über die Feier der Auferstehung hätte das der Paulus nicht schon angefangen, rituell zu institutionalisieren. Ich habe vom Herrn empfangen, ich gebe euch das weiter und tut das zu seinem Gedächtnis. Versteht ihr das, was Institutionalisierung ist? Das ist die Nabelschnur zum Evangelium, die wir haben, zum Ursprungsereignis. Es gäbe uns als Christinnen und Christen nicht ohne die Institutionalisierung des Ereignisses. Nehmen Sie das wirklich mit und sagen Sie jedem, der sagt, Institution nein, dann sage ich, dann hast du dich verabschiedet, aber vom Ereignis. Und dann sind wir nämlich frei zu sagen, und diese Institution gibt sich in der jeweiligen Kultur eine soziale Gestalt. Das ist etwas anderes. Sie organisiert sich kulturaffin, könnten wir sagen. Und sie muss das machen, um im Dialog zu sein mit den Menschen
und deren Grundgestalten und Grundwerten, die sie haben. Und ich möchte Ihnen da jetzt zeigen, 4 solche Kirchengestalten hintereinander. Ich zeige es Ihnen gleich alle, weil der Überblick ist eigentlich ein bisschen faszinierend. Das erste, das ist noch der Paulus, das ist die Kirche des Volkes. Sie sehen alle gleich. Und dann kommt die Zeit der konstantinischen Ära, Massenbekehrungen. Und dann entsteht plötzlich der Paul Ode hat das so benannt, ein pastorales Schisma, eine innere Spaltung in der Kirche, zwischen oben und unten, zwischen Klerikern und Laien, zwischen Ordinierten und Nicht-Ordinierten. Und das war ein tiefer Graben. Die einen haben sich gesorgt und die anderen wurden versorgt, um es einmal freundlich zu sagen. Die einen hielten die Treue und die anderen wurden betreut. Aber vergessen Sie nicht, das ist ein tiefgreifender Wandel in der alten Sozialform. Weil es gibt jetzt keine fundamentale Gleichheit mehr, sondern es gibt 2 Stände in der Kirche. Und den Höhepunkt dessen hat dann nachher das erste Vatikanische Konzil gemacht. Da gibt es einen Entwurf für einen Kirchentext, der heißt, die Kirche hat 2 Stände, ja, ausdrücklich, 2 Stände, Kleriker und Laien und unterschiedliche Vollmachten. Und Gott hat verhindert durch den Einmarsch der Franzosen, dass das verabschiedet wurde. Und dann wollten die Lefebvrianer auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil das sofort wieder rausholen und sagen, machen wir schnell fertig und das Konzil ist dann zu Ende, das Zweite Vatikanische Konzil. Und da gab es ja dann die Revolution vieler interessanter Kardinäle. Unserer, der Kardinalkönig, war auch dabei, der Döpfner, der Höfner und so. Die haben gesagt, auch die Franzosen haben gesagt, Leute, lieber Lefebvre, lieber Ottaviani, das machen wir nicht so. Wir machen einen neuen Text. Und das war eigentlich der Durchbruch des Konzils, dass man nicht das Alte zugebunden hat, sondern ein Neues eröffnet hat. Und was hat man gemacht dann nachher? Also dazwischen gibt es noch diese eine schöne Form, wo man dann angefangen hat, Laien über den Graben herüberzuholen. Ja? Dann ist aus der Priesterkirche eine Expertinnenkirche geworden. Reiche Kirchen können sich das leisten heute. Können angestellte Laien haben wir, Pastoralassistenten und so weiter. Aber das ist noch nicht die Überwindung der Kluft zwischen Klerus und Laien, sondern das ist nur die Modernisierung einer nicht-biblischen Gestalt der Kirche, der Priesterkirche oder jetzt mit Ivan Illich würde ich sagen, der Expertinnenkirche. Und dann eben das Zweite Vatikanische Konzil, das 4. Modul. Und Sie sehen, dass hier wieder dieses Schisma weg ist, das ist die Hauptleistung, die uns gelingen muss. Das heißt nicht Abschaffung des Amtes. Das Amt behält seine Rolle, um die Spurtreue zu sichern. Dazu werden einigen als Zeugen der Auferstehung die Hände aufgelegt. Das ist das Kerngeschäft der Ordinierten. Und das ist gar nicht so leicht. Ich sage schnell eine kleine Geschichte. Als Eberau, haben Sie noch in Erinnerung, Eberau, dieses Aufnahmezentrum, das die Innenministerin Mikl-Leitner damals im Burgenland einrichten wollte. Und dann haben die alle abgestimmt, als es ans Licht gekommen ist. Denn das war ein Techtelmechtel zwischen der Innenministerin und dem Bürgermeister dort. Ja. Das ist aber ans Licht gekommen. Und dann haben sie abgestimmt und dann waren 95% dagegen. Und dann haben sie am Pfarrgemeinderat das diskutiert, was die Pfarrgemeinde jetzt tun soll. Dann haben sie abgestimmt, 95% waren dagegen. Und es war ein konservativer Pfarrer. Sage ich jetzt wirklich dazu mit großem Respekt. Der geht am Sonntag auf die Kanzel und sagt, Leute, wenn wir Eberauer am Ende aller unserer Tage vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen werden, dann wird uns der Auferstandene fragen, ich war auf der Flucht und was habt ihr gemacht? Das ist das prophetische Amt der Widerrede. Und darum glaube ich nicht, dass das Amt demokratisiert werden kann. Es muss prophetisch bleiben. Es muss den Widerspruch in der Kirche im Namen des Evangeliums erheben dürfen, wenn wir bürgerlich werden. Ich weiß nicht, ob Sie das so verstehen können, aber ich bin ein Anwalt und ein Verfechter des Amtes, weil eine Kirche ohne Amt niemanden hat, der befugt ist, die Spurtreue zu sichern. Was ist, wenn der Pfarrer abwegig ist? Was ist, wenn der Papst abwegig ist? Das sind alles Fragen, die Theologie heftig diskutiert haben. Ja? Und dann sagt der Papst Franziskus mit dem Konzil im Rücken, aber wenn der Sensus Fidei, der Geist Gottes, der allen gegeben ist, wenn wir das alles zusammennehmen, dann können wir die Spur nicht verlassen als Kirche. Dann haben wir die Zusage Gottes, dass wir es schaffen.
Also für den normalen Alltag genügt das Amt. Aber im Extremfall muss auch das Amt sich sagen lassen dürfen, du bist auf dem falschen Weg, lieber Papst Franziskus. Und das ist eigentlich der Grund der Synodalisierung. Also ich denke, das ist für Sie schon ganz klar jetzt, da kann man jetzt die Kulturen dazu schreiben, das ist jetzt alles nicht möglich näher auszuführen. Sie sehen auch, dass das vom Synodal ins Klerikale geht, dann ist es so halbklerikal noch und dann sagen wir wieder Synodal. Also es gab eine Synodalisierung, es gab eine Desynodalisierung später, das sehen wir ja hier in der konstantinischen Ära, Höhepunkt Erstes Vatikanum. Und es gibt heute den Versuch wieder der Resynodalisierung des Konzils. Und ich komme schon gleich jetzt zum angemessenen Kirchengestalt in unserer Zeit. Und da sagt eben der Hans Meyer in dem schönen Buch, das Sie draußen haben, das ist der dicke Schmöker. Meyer war Zentralkomitee, also oberster Präsident der Laienorganisation in Deutschland, aber auch Politologe, er war Minister in Bayern. Er hat mich damals nach Passau berufen, ich habe seine Unterschrift noch auf meinem Ernennungsdekret und der sagt, muss die Kirche heute nicht vom Nachbarn Demokratie lernen? Das ist eine gute Frage, die wir jetzt abschließend uns noch anschauen werden. Ich springe da ein bisschen und gehe gleich zu dem Ergebnis der vom Papst Franziskus 2018 eingesetzten Theologenkommission, der internationalen Theologenkommission. Und hier sehen Sie, dass es einen Vorschlag gibt in diesem großen Dokument, das kann man als PDF herunterladen, kostenlos vom Vatikan-Dokument. Und dann sagt Papst Franziskus als Vorschlag für die Lösung des Zueinanders von Amt und Beteiligung aller, ja, davon geht er aus, alle, die Gottes Geist haben, müssen etwas beitragen können, weil sonst hört die Kirche nicht auf das, was der Geist Gottes hier zu sagen hat. Und da macht er jetzt den hochinteressanten Unterschied, der mir, ich sage gleich im Vorhinein, noch sehr problematisch erscheint in der Durchführung. Ja. Aber er macht den Vorschlag zu sagen, alle sind beteiligt am Decision-Making, also am Erarbeiten der Entscheidung, Making, und davon unterscheidet er dann nachher, was einige, etwa die Bischöfe im Lokal oder einer auf weltkirchlicher Ebene, der Papst am Schluss machen muss, das Decision-Taking. Er trifft dann die Entscheidung. Er kriegt einen Vorschlag, aber entscheiden muss er am Schluss selber. Ja? Das ist ein hochinteressantes Zueinander. Und lesen Sie auch die Beiträge der Orthodoxen in dem großen Band Synodalität, etwa der Moger hier an der Wiener Fakultät, der sagt, die orthodoxe Tradition ist derzeit in einer peniblen Lage, weil die haben sich in Kreta zu einer großen Versammlung getroffen, haben sich nicht einigen können und jetzt sind sie handlungsunfähig. Die gesamte Orthodoxie lebt in einem rechtsfreien Raum momentan. Und dann sagt Moger, da könnte die Orthodoxie bei der katholischen Kirche lernen und sagen, wir brauchen dann einen Vorsitzenden, der zur Not entscheiden kann, bis sich die Gemeinschaft selber wieder zusammenfindet. Versteht ihr das unter den Unterschied? Und ich glaube, das Amt in Friedenszeiten hat nicht viel zu tun. Das Amt ist immer erst gefragt, wenn Gefahr droht, nämlich das Abweichen vom Evangelium. Und das ist auch für die Rolle eines Pfarrers interessant, für die Rolle eines Bischofs interessant, für die Rolle des Papstes interessant. So, und was sagt er dann weiter, und das finde ich sehr gut, bei diesem Entscheidungtreffen, wie macht er das? Und da muss man jetzt ins Kirchenrecht hineinschauen, in das Gegenwärtige. Und dann sagt der Kodex 127, angenommen, das Amt muss auf alle hören, das ist festgeschrieben, das wünscht sich der Papst. Was macht er dann und wie entscheidet er dann? Und dann sagt das Kirchenrecht, er muss auf das Amt hören, also das Amt muss auf das Beratungsgremium hören und erst dann kann er entscheiden. Und das jetzige Kirchenrecht sagt, er kann, wenn er schwerwiegende Gründe hat, auch dagegen entscheiden. Fragen Sie sich den Satz noch einmal an. Weil also die nächste Frage ist, wer entscheidet, was ein schwerwiegender Grund ist? Und da wird Papst Franziskus auch wieder theologisch. Und er sagt, dazu ist dem Amt die Gabe der Unterscheidung der Geister gegeben. Und er sagt ja auch immer, bevor ich etwas entscheide, zum Beispiel, was mir die Amazonien-Synode vorgeschlagen hat, ob ich ordinierte,
ob ich verheiratet ordinieren möchte oder Frauen in den Basisgemeinden in Amazonienwald. Dann hat er gesagt, da muss ich jetzt beten und viel meditieren und so. Und ganz am Schluss hat er gesagt, ich bin so weit, dass ich jetzt einmal zunächst weiß, dass ich noch nicht entscheiden kann. Er hat sich nämlich nicht dagegen entschieden. Er hat nur gesagt, ich entscheide, dass ich noch nicht entscheide. Mehr wusste er noch nicht. Er sagt, es ist mir noch nicht klar geworden, was das Beste für die Weltkirche ist. Und ich nehme an, dass dieses Thema auf der Synode 2023 von den Lateinamerikanern spätestens wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden wird. Und dann muss er fragen. Aber jetzt noch einmal, schauen Sie in die Heilige Schrift hinein. Wem ist die Gabe der Unterscheidung der Geister gegeben? Man könnte ja meinen, jetzt aus der herkömmlichen Amtstheologie den Amtsträgern. Und das ist nicht der Fall. In 1 Korinther 12, 10 lesen Sie haargenau. Da ist einer, der euch leitet. Das ist das eine Charisma. Und dann ist das Charisma der Unterscheidung der Geister. Aber das ist nicht dieselbe Person zwingendermaßen. Es ist nicht schädlich, wenn Amtsträger diese Gaben haben. Aber es ist theologisch nicht zwingend, dass sie es haben. Wozu braucht es die Unterscheidung der Geister? Da kann ich Ihnen ein ganz einfaches, saloppes Zitat bringen. Habermas sagt, das Erkennen ist verschattet, ja, durch Macht und Interesse. Schauen Sie sich an, den Kyrill, sein Erkennen ist überschattet durch seine Machtansprüche auf die Ukraine. Das ist verschattet. Da vergisst er das Evangelium und liest nur noch Putins Erklärungen. Oder wie der Papst den Bischöfen in Ungarn gesagt hat beim Besuch im Eucharistischen Kongress, liebe Bischöfe, bitte lest lieber das Evangelium als die Regierungserklärung des Orban. Hat ihnen wörtlich gesagt, musste er ihnen offenbar sagen, als Rüge, weil sie so sehr dem Orban zugearbeitet haben in dessen fragwürdiger Politik, was er macht. Also, warum braucht es diese Gabe der Unterscheidung der Geister? Und das Saloppe heißt, niemand von uns ist sicher, dass er nicht den eigenen Vogel mit dem Heiligen Geist verwechselt. Ich glaube, so kann man sich das am schnellsten merken, warum es diese Unterscheidung der Geister braucht. Und die Unterscheidung der Geister ist eine der größten Künste, die die Mystik und die Kirche hat. Der heilige Ignatius hat sich in seinen Exerzitien seitenweise damit beschäftigt. Der Ludwig Berg, später ein Jesuit, der hat gesagt, wie geht die Unterscheidung der Geister in einem Pfarrgemeinderat? Ja? Und jetzt der Papst, wie geht die Unterscheidung der Geister in der ganzen Kirche? Da bin ich sehr gespannt, wie das geht. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss ein kleines Beispiel zeigen, wie wir das im Seminarrat in Wien gemacht haben. Da war ich ja 3 Jahre Mitglied als Subregens. Und wir waren gleich nach dem Konzil mit einer Gruppe von Theologen. Das Seminar war voll, 120 Leute. Aber die haben gesagt, wir wollen einen Seminarrat und wir wollen entscheiden. Und dann mussten wir, Kardinal König hat uns das erlaubt, eine Seminarordnung erstellen. Und wir mussten das zusammenbringen jetzt. Den Anspruch der Theologen, der berechtigte Anspruch, sage ich, weil was alle angeht, muss von allen entschieden werden, sagt das alte Dekretum Gratianum aus 1040 bereits, 1140, 1040, weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall aus dem Mittelalter. Wir haben dann gesagt, okay, das Gremium berät und entscheidet und gibt das an die Leitung des Seminars weiter. Und dann habe ich ja schon angedeutet, der Traumfall ist, auch die Leitung kann das akzeptieren. Dann ist die Sache geregelt. Wir hatten Situationen, wo wir als Leitung sagen mussten, das unterstützen wir nicht. So, und jetzt kann man überlegen, wie geht das weiter? Wie könnte man das später auch rechtlich organisieren? Und dann haben wir gesagt, wir geben es in das Gremium zurück und wir müssen so lange weiterverhandeln, bis wir gemeinsam abstimmen können. Und es ist sehr interessant, das hat mir die Kirchenrechtlerin Weilens gesagt, das australische Plenarkonzil, das jetzt gerade stattgefunden hat, vor der Synode schon, hat in Rom angesucht und hat eigenes Indult bekommen, also Spezialerlaubnis rechtlicher Art. Sie können Laien und Priester in der im Konzil haben. Das ist das Erste, die Besetzung. Und zweitens, wenn sie abstimmen, sind die Ergebnisse gültig, wenn 2/3 der Bischofskonferenz dazu stimmen kann. Das ist doch eine logische, vernünftige Lösung, finde ich.
Und so gesehen, glaube ich, müssen wir suchen jetzt, auch rechtlicher Seite, wie wir diese Synodalität organisieren. Aber wir organisieren sie nicht mehr klerikal. Es muss sichergestellt werden, dass gut zugehört wird auf den Geist, der allen gegeben ist. Verstehen Sie? Das ist das erste Prinzip. Und es muss zweitens sichergestellt werden, dass das Amt verantwortlich bleibt, dass die Ergebnisse dieser Beratungen auf der Linie des Evangeliums liegen. Und das müssen Sie zusammen komponieren, auf der Synode später. Und ich hoffe sehr, das verlangen sehr viele Leute auch in der Umfrage, das muss im Kirchenrecht verändert werden. Weil das jetzige Kirchenrecht Synodalität zerstört und nicht ermöglicht. Das jetzige Kirchenrecht 1983 hat in dieser Hinsicht das zweite Vatikanische Konzil zerstört. Das muss man ganz klar sagen, sagen auch die Juristinnen heute. Und was wir machen müssen ist, dass das Vatikanum wieder das Kirchenrecht prägt und nicht umgekehrt das Recht die Theologie bestimmt. Also ich habe hoffentlich jetzt genug Sprengstoff in den Raum gesungen und ich bin jetzt sehr gespannt, was Ihre Reaktionen drauf sind. Ich danke auf jeden Fall einmal für Ihre große Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie haben es nicht langweilig empfunden.